Stille, so nennt sich kurzbündig und vielsagend das jüngste Filmprojekt des Starregisseurs Xaver Schwarzenberger. Eines, das hier in Tirol entsteht. Schwarzenberger hat sich nicht nur die heimische Kulisse, sondern auch viele Tiroler Schauspieler ausgesucht. Gedreht wurde und wird in Nord- und Osttirol, zum Beispiel in St. Jakob in Defrecken. Und wieder fällt in Osttirol die Klappe. Und zwar in einem alten Wirtshaus in St. Jakob im Defreckental. Xaver Schwarzenberger lässt einen deutschen Starjournalisten sich selbst finden in der Stille der Tiroler Berge. Gut. Stille ist ja nicht nichts, sondern Stille heißt Natur, mit der gemeinsam, oder in der er sich da befindet. Was ihm dann fast zum Verhängnis wird, weil er der natürlich in keiner Weise, an sich ist der Mensch der Natur nicht gewachsen, aber ein Bürohocker schon gar nicht. Für eine der Nebenrollen steht Sabine vor der Kamera. Um Ruhe zu finden, braucht sie keine abgeschiedene Almhütte. Also ein Drehtag zum Beispiel ist für mich die absolute Entspannung. Also ich schaue einfach, dass der Text passt, dass ich den habe, und dann ist eigentlich nur mehr Faszination und auch irgendwo Stille, weil alle sind konzentriert, machen ihr Zeug. Und wenn ich heimkomme zu meinen drei Kindern und zu meinem turbulenten Mann, dann geht's wieder rund. Anders sieht es jener Osttiroler Jungschauspieler, den Xaver Schwarzenberger bei den Dreharbeiten zum Andreas Hofer-Film entdeckt hat. Genau. Stille ist für mich sehr, sehr wichtig. Stille zu finden, Stille zu haben und mit mir, mit einem selber zu sein. Denn das, glaube ich, fehlt in der heutigen Gesellschaft sehr bei den Menschen. In aller Stille warten denn da auch noch jede Menge bekannte Tiroler Schauspieler auf ihren Einsatz. Ich mag beides. Ich mag Krach und ich mag Stille. Also jetzt nur Stille wäre mir zu wenig und nur Krach wäre mir zu viel. Also wenn, dann habe ich ein Interesse am Gleichgewicht. Weil als Tiroler sieht man manche Dinge ja manchmal schon gar nicht mehr. Und das, glaube ich, hat mir ins Bewusstsein geholt, wie viel eigentlich in der Natur da bei uns liegt. Würde mich interessieren. Manchmal habe ich richtig Sehnsucht nach Stille und so, aber ich weiß nicht, wie weit mir der Komfort abgehen würde. Auch das ORF-Landesstudio Tirol ist Kulisse für den Schwarzenberger Film. Alles tirolerisch eben und authentisch, sowie die Gesichter der einheimischen Komparsen. Tirol ist schlei eins auch in der Filmwelt. Ja, es ist einfach so, dass das Gefälle des Hamburgers, des Norddeutschen, der in den Süden geht, und für den ist sozusagen in dem Fall Tirol als eine Art stille Paradies, auch wenn es das nicht unbedingt ist. Und so mimt Hauptdarsteller Jan Fedder den stille suchenden Norddeutschen recht lebensecht. Herzlich willkommen in Österreich, hier ist Hamburg, hier spricht Hamburg.